Zurück hier bei der Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. Wir befinden uns auf der Insel Pony, beziehungsweise in der Stadt Pony, ich weiß gar nicht. Doch, die Insel hieß Pony, genau. Und das ist, glaube ich, die einzige Stadt, so wie ich das gesehen oder gehört habe, weil der Rest ist Wildnis. Auf jeden Fall, meine Freunde, um direkt zum Punkt zu kommen, im letzten Part ist uns leider ein Pokémon weggestorben. Und in diesem Part werden wir zur Insel, zur Kokowai-Insel aufbrechen, um die andere Flöte zu holen, um Lunala zu rufen? I don't know. Habt ihr sie gefunden? Ja, und Hapuo ist jetzt die neue Inselkönigin. Na, das ist doch wunderbar. Da würde sich ihr Großvater aber freuen. Ja, sie wird für ihren verstorbenen Großvater sicher ordentlich ins Zeug legen. So wie ich. Ich muss auch mein Bestes für meine Mutter im Wölkchen geben. Ja, und scheiß mal auf deine Mutter, Mann. Ganz ehrlich, das ist ein Psycho. Und kennen wir nicht auch unseren... nun kennen wir auch unser nächstes Ziel. Kokowai Island! Wir erzählen ihm mal nichts von der Flöte. Kokowai Island? Ah, ihr meint bestimmt, wo sich die Flöte befindet. Ja, genau. Die Flöte befindet. Goddammit! Er wusste es. Okay. Naja, die Inselkönigin habt ihr ja schon getroffen. Und da der Captain von Pony gerade nicht da ist, könnt ihr die Prüfung für die Inselwanderschaft fürs Erste nicht nicht ablegen. Also gut, dann ab an Bord mit euch. Es gibt noch einen Captain von Pony? Okay. Mein Schiff, die Carpador, bringt euch ganz gemütlich ans Ziel. Die Carpador, Alter. Yo, mit dem Ding kann man fahren? Das sieht aus, als wäre es gerade vor der Versenkung. Ah, okay, das ist ein Fenster. Ah. Yo. Awesome. Okay. Leute, dann lasst uns mal abgehen. Kokowai Island. Oh, I see. So, da wären wir endlich. Kokowai Island. An diesem Ort wurde früher anscheinend auch Prüfungen abgehalten. Naja, viel Glück euch beiden. Da machen wir uns aber auf die Suche nach der Flöte. Jo, also so riesig ist diese ja, ist die Insel ja nicht. Und das müsste ein Kinderspiel werden, die zu finden. Eigentlich, oder? Was lachst du, Alter? Oh, die Lilly, ey. Yo, mit dem Bötchen, ne? Und dann hier so aus dem Maul raus die... Oh. Für mich ist ein Trainer jemand, der zusammen mit seinem Pokémon eine Tür in die Zukunft öffnet. Und so sehe ich dich zumindest, Sephiron. Und Tali auch. Und Hapuo ebenso. Yo, guck mal die Palme an, Lilly. Yo! Ah, Sephiron! Es ist ein Kokowai! Und warum muss ich jetzt gegen... Okay. Kokowai erscheint. Was für ein Level hat Kokowai? 40. Schnüffler. Puh, okay, ich würde mal behaupten, ich gehe mal für einen Blutsauger, oder? So, Blutsauger, bam. Das ist sehr effektiv. 80er Angriff, Holzhammer. Oh, shit. Was verwende ich? Warte mal, mit dem Holzhammer schwächt er sich so fest, dass ich ihn wiederum leichter fangen kann, oder? Falls er wieder mit dem Holzhammer geht, ich paralysiere ihn jetzt mal. Er hat Psychoschock. Yo, er hat Psychoschock. Der macht Damage, Alter. Okay, was hole ich rein? Psycho und Pflanzen werden resisted von Sound of the Police. Amphira wird leider sehr effektiv getroffen, deswegen muss ich zu Sound of the Police raus. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass das Ding kein Erdbeben kann oder so. Das wäre mega ätzend. Eierbombe. Okay, Eierbombe ist, glaube ich, normal. Kann das sein? Alright, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal für... Ja, warum nicht, ne? Für einen Hyperball kann man so schon mal gönnen, so. Kokowai ist unser Encounter auf dieser Insel. Obwohl es ein statischer Encounter ist, von daher können wir uns überlegen, noch was zu fangen, aber... Ja, no, what? Fast hätte es geklappt. Goddammit. Okay, ja, aber Kokowai kann uns nicht viel, ne? Ich könnte ihm einen Ladungsstoß verpassen. Das wird vierfach resisted. Aber ehrlich gesagt traue ich mich nicht.
Egal, wir gehen nochmal für einen Hyperball. Probieren es nochmal. Vielleicht geht der Ball für einen Holzhammer und trifft sich selbst. Okay, come on. Ich habe echt das Gefühl, wenn man einmal verkackt hat bei Pokémon, die zu fangen, dann brechen die immer aus. Ne? Das war bei Legis auch so. Entweder du triffst den ersten Ball und fängst es, oder sie brechen einmal drei Wackler und dann bam, brechen sie permanent die ganze Zeit aus. Come on. Come on. Ja, seht ihr. Holzhammer, okay. Damn, das macht Damage auf Doom. Dafür, dass es resisted wird, ey. Okay, er ist noch ein bisschen lower. Ich kann für einen Köder, für einen Dingsball gehen, für einen Hyperball. Ey, come on, du bist paralysiert und fast im roten Bereich, Mann. Okay, jetzt kommt er auf jeden Fall in den roten Bereich. Aber es wird ganz schön knapp für mich werden, ne? Wenn er jetzt noch einmal für einen Holzhammer geht und mich crittet, dann ist Sound of the Police weg, Alter. Das MVP dieser Lock. So, come on, Hyperball. Du musst jetzt treffen. Du musst jetzt reichen hier. Ah, come on! Eierbombe. Ach, komm schon. Was ist das denn jetzt für ein Dreck? Weißt du was? Ich gehe für einen... Fuck, Mann. Welches Pokémon soll ich rein? Ich habe gar nichts. Okay, er geht definitiv nicht für einen Psychoschock. Obwohl, auch das würde irgendwie... Ne, das ist auch wieder mega dumm. Ich meine, das Ding ist, ich kann zu Gemini nicht raus, weil ein Holzhammer würde reichen. Amphira wird von... Psychoschock sehr effektiv getroffen und gekillt. Marinelli wird von Holzhammer sehr effektiv getroffen und gekillt. Genau dasselbe mit Spirit. Und Stecher tankt halt generell keine Moves, ne? Weißt du was, ich gehe mal zu Stecher raus, weil Stecher resistet Pflanze. Oh, und er wehrt die Eierbombe ab. Okay, cool. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal für einen Hyperball. Alter Kokowai, bleib drin. Du hast rote KP und du bist paralysiert, okay? Kannst du mal chillen jetzt. Junge, Holzhammer. Ich resiste. Damn. Und das war's mit Kokowai. Tja, da hat sich Kokowai selbst gekillt, ne? Anyways, ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht, hat nicht geklappt, leider. Kokowai wollte sich eben nicht anschließen, ne? Bin ich vielleicht erschrocken? Das war ein Kokowai, oder? Hast du gesehen, wie groß das war? Das muss an dem Klima hier in Alola liegen. Warum weißt du das? Du bist doch hier in Alola groß geworden, oder? Du dürftest es gar nicht wissen. Das müsste für dich normal sein. Meine Spulen sind am Rotieren. Ich liebe es, Kokowai Island zu erkunden. Okay. Yo, also... Okay, ich gebe mal Spirit ein Eisen, weil ich echt Bock habe, dass der Boy... mal ein bisschen defensiver wird. Limonade. Oh, ich habe noch mehr Limonade. Cool. Alright. Dann eben noch einen Supertrank oder zwei. Nice. Okay, jetzt sind wir wieder voll. Das passt. Leider haben wir es verkackt bei Kokowai, aber ist in Ordnung. Wenigstens mussten wir kein Pokémon opfern und ja. Alright, jetzt haben wir hier also einen... Oh, zwei Wege. Oh, es regnet. Oh je, jetzt fängt es an zu stürmen. Hm, es regnet. Oh oh. Was passiert hier? In Alola regnet es auch manchmal, was? Hm. Mein Rock ist ein wenig nass geworden. Jedes Mal, wenn es regnet, erinnere ich mich an ein Erlebnis aus meiner frühen Kindheit. Ich hatte einen Film gesehen, in dem alle im Regen
sangen und tanzten. Das wollte ich dann auch mal unbedingt mal machen. Lilly, willst du mich etwa jetzt gerade... Als mich Mutter im Regen tanzen sah, lief sie ganz eilig nach draußen, ohne dabei an einen Regenschirm zu denken. Und dann lächelte sie plötzlich und fing an, mit mir zusammen im Regen zu singen und zu tanzen. Wir holten uns dabei natürlich beide eine Erkältung. Sie ließ mich bei sich in ihrem Bett schlafen. Ich war so glücklich, dass ich sie mehrmals aufweckte, weil ich es kaum glauben konnte. Aber irgendwann veränderte sich Mutter sich dann. Sie hatte plötzlich nur noch die Ultrabestien im Sinn. Nur Null und Wölkchen. Sie mussten beide so schrecklich leiden und ich konnte nichts tun. Aber weißt du was, Sephiron? Jedes Mal, wenn ich verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß, kommst du und hilfst mir. Du zeigst mir immer wieder und wieder, dass man doch etwas bewirken kann. Schon unsere allererste Begegnung. Wölkchen wurde angegriffen und ich konnte nur tatenlos zusehen. Und auch im Ätherparadies. Ich konnte nichts tun, außer darauf zu warten, von dir und den anderen gerettet zu werden. Wann immer ich in Schwierigkeiten stecke, du bist zur Stelle. Sag mal, Sephiron, weißt du denn schon, was du tun willst, wenn deine Inselwanderschaft vorbei ist? Den Pokédex füllen, ja, noch stärker werden. Ehrlich gesagt, noch stärker werden, ja, doch, kann man schon sagen. Es muss toll sein zu wissen, was man will. Ich beneide dich wirklich darum. Ich denke, ich möchte auch gerne ein Trainer werden, um mit dir auf Reisen zu gehen, Sephiron. Yo, Lilia. Ich meine, darüber reden wir ein andermal. Oh. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen. Yo, also so ein Regen von 2 Minuten hätte ich auch gerne. Bei uns regnet es immer 2 Tage. Du wirst doch nicht von Lilly... Was? Du wirst dich doch nicht von Lilly abhängen lassen? Ja, Rotom, alles cool. Chill mal. Okay. Es gibt also mehrere Wege. Eins um die Insel und einer auf die Insel. Ich glaube, das ist da... Ist das der richtige Weg? Ich glaube, ja. Das heißt, das wird... Da hinten wird es noch ein Item geben, ne? Okay. Tauros, ich brauche dich mal ganz kurz. Du musst mal ganz kurz hier durchrushen. Bam. Item. Schönschuppe. Okay, Leute. Ich glaube, jetzt wird es wieder Zeit, um Sound of the Police nach vorne zu nehmen, weil... Ich glaube, jetzt kommen ein paar Kämpfe oder so, ne? Das sieht super... Also ich, ne... Oh, das ist die Flöte! Auf dem altertümlichen Sockel liegt eine Flöte. Willst du die Flöte an dich nehmen? Ah, warte mal. Das ist gar nicht Lilly, die redet. Das ist der Erzähler oder whatever. Jetzt haben wir beide eine... Was? Jetzt haben wir beide Flöten. Die Sonnen- und die Mondflöte. Ob wir damit das legendäre Pokémon beschwören können? Weiß ich nicht, aber ein Versuch ist es wert. Vielen Dank, Sephiron. Jo, jetzt? Hier? Ach so, und zurück nach Pony. Okay. Ein Regenbogen. Oh, Pokémon Rainbow. Pokémon Rainbow. Da wären wir wieder. Ihr geht jetzt zum Podium, um die Flöten zu spielen, oder? Das Podium befindet sich im hintersten Winkel des Canyons von Pony. Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren auf euch. Der Canyon von Pony ist vergleichbar mit einer Prüfung und die Natur ist ihr Captain. Ah. Es ist nicht weit vom Harpus Haus entfernt. Ich wünsche euch viel Erfolg. Okay, dann weiß ich, glaube ich, sogar, wo wir hin müssen. Und ich hatte tatsächlich recht mit meiner Analyse, als die, über deinem alten Pfad vom Pony gelangen wir zum Canyon. Ja. Als die Map oder die Karte von Alola geleakt wurde, beziehungsweise vorgestellt wurde, da hatte ich tatsächlich recht, als ich gesagt habe, yo, da oben werden wir auf jeden Fall die Legis treffen. Und ich glaube, ich werde recht behalten. Goddammit. Okay, ein Granbull? Einfach so? Yeah. Das Ding ist, ich würde halt gerne vermeiden, den
Ich würde es halt gerne vermeiden, den EP-Teiler anzumachen, aber andererseits muss ja irgendwie Stecher auch leveln, oder? Stecher muss auch Level-Ups bekommen, aber... Na, wie mache ich denn das? Weil Stecher ist halt so low, dass ich ihn nicht wirklich einsetzen kann. Ihr habt gesehen, was ein Resistor-Hit gemacht hat. Naja. Gucken wir mal. Okay, wir gehen auf jeden Fall mal hoch. Oh mein Gott, Alter. Jedes Mal ihr dreckigen Ganoven, Alter. Was ist los mit euch? Und mittendrin sitzt einfach ein Mädchen. Hä, was wollt ihr von Team Skull denn nicht alle hier? Wir haben ja auf euch gewartet, yo. Jemand von der Aether Foundation hat uns da nämlich was gestärkt. Ihr wisst angeblich, wie wir unseren Boss Bromley retten können. Also spuckt schon wieder aus. Lasst die Infos rüberwachsen. Wie ich euch kenne, muss ich die Infos mit Gewalt aus euch rausklopfen. Macht euch gefasst auf die Schmerzen des Todes. Muss ich jetzt gegen jeden... Ich muss gegen jeden kämpfen. Muss ich jetzt gegen jeden kämpfen? Jo, wenn ihr wenigstens was könntet, ne? Wenn die Kämpfe wenigstens spannend wären, aber... Lass mich raten, Golbat oder Radikal? Oder Imantis? Imantis war ja auch so ein Pokémon, ne? Weißt du, was ich glaube, Imantis? Ich glaube tatsächlich, dass eine Lichtkanone... Ja, eine Lichtkanone hätte easy gereicht, aber hey... Lockduft. Lil. So, können wir das Ding mal hier beenden? Ich hoffe, dass die anderen sich nicht trauen, mich irgendwie anzugreifen. Weil ich gerade ihre Truller da geknallt habe, ne? Ich hoffe wirklich, dass es so ist, ey. Ganz knapp vor 44. Diese Schmerzen, sogar mein Herz tut weh. Könnt ihr euch alle verpissen jetzt bitte? Oder muss ich jeden einzelnen von euch kalt machen? Lass mal wenigstens ein krasses Battle machen hier, ein Vierer-Battle. Das hat echt wehgetan! Oh, nee. Unsere gesamte Riege an Pokémon kriegst du jetzt auch noch ab. Wir geben 200%, damit wir Bromley retten können. Ja, ihr seid echt dumme Knaben, ne? Ihr seid richtig dumme Knaben, ey. Kommen jetzt alle, oder? So ein Fünferkampf wäre ganz lustig. Natürlich muss ich... 5 Pokémon? Hat jetzt jeder von euch 5 Pokémon? Aha. Oder habt ihr alle eure Pokémon in einen Battle geschmissen? Oder wie muss man das jetzt... Wie muss man sich jetzt das denken? So, Molunk ist tot. Erreicht einen Volt Switch. Ja, warte mal, Gemini passt schon. Oh je, oh je, oh je, oh je. Alpollo, cool. Hat Alpollo Tiefschlag? Nein. Er catcht einen Schattenstoß und verreckt. Bam. Er verreckt nicht, er überlebt's. Not even bad. Alter, die Animation von Spukball ist so fucking cool. Die ist echt richtig cool. So, vor Tiefschlagangst haben brauche ich nicht. Das wäre nur neutral. Von daher alles cool. Mimikma klärt. Bam. Das war's mit Alpollo. Bada boom. Gemini auf 45. Und ich denke, die Legis, die wir vielleicht treffen werden, werden auch um 45 sein. Das ist irgendwie ein anständiges Level. Oh, du bist das. Du warst auch Wasser, oder? Du warst Wassergift. Cool. Dann weiß ich schon, was ich mit dir machen werde. Einmal zu Marinelli rein, please. Gift Heap. Okay. Natürlich wieder Instant Poison. Ich hätte einfach zu Magneton rausswitchen sollen, Idiot. Ich hätte wissen müssen, dass du irgendwie eine... Giftattacke raushaust, weil ich meine, das wäre sehr effektiv gegen mich.
Nee, neutral wär's gegen mich, weil Geist resistet Gift. Alter, das ist eine so... Ne? Ihr müsst euch mal vorstellen. Gift und Unlicht waren... Also... Unlicht ist sehr effektiv auf Geist. Gift ist sehr effektiv auf Fee. Und die beiden Typen nehmen sich einfach die Resistances. Also... Oh fuck, warum gehe ich raus zu Gemini? Ich bin so dumm, Alter. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Okay, Sound of the Police, komm mal raus, please. Ja, ne? Also die beiden nehmen sich wirklich die Schwächen und wandeln sie in neutrale Damages rum. Umso. So, jetzt please mal sweepen hier. Sound of the Police, please. Bam. Die Polizei ist da, ihr lieben Ganoven. Ihr werdet jetzt alle auf die Seite geschoben. Unser Level, erstes Level 50er Pokémon. Yo, Leute, wenn das Ding sich entwickelt, wird es so unglaublich stark sein. Will ich... Ja, Tiefschlag. Lel. Verlieren unsere Robustheit, das ist okay. So, Zornvierer, warum nicht? Kann mich tiefschlagen, wenn er will. Ist mir komplett wurscht. Ich gehe vom Flammenwurf. Oh, er geht nicht vom Tiefschlag. Das ist gut. Bam. Das war's mit Radikal. Jo, also so Tiefschlagverfolgung Radikal ist sehr krass, ne? Golbat. Okay. Jo. Wie wär's, wenn ich das große Finale mit einer Maxi-Flamme abschließe, hä? Um die ganzen Ganoven und die ganzen Gauner hier mal zur Strecke zu bringen. Und das war's mit Golbat. So, ja, 200% haben nicht gereicht, ne? Yeah! Da. Oh, es waren alle tatsächlich. Okay, cool. Ich habe halt verloren. Aufgeben tun wir trotzdem nicht. Schließlich sind wir Team Skull. Ja, verpiss dich mal. Schall mal einen Gang runter. Schlechte Verlierer sind sowas von lahm. Die Fran. Verpisst euch. Und jetzt hauen sie einfach ab. Yo. Du, Lilly. Bist du wirklich bereit für das, was du vorhast? Eigentlich soll ich mich für all die Dinge, die ich dir angetan habe, entschuldigen. Auch wenn ich ja eigentlich nur Befehle, auch wenn ich nur die Befehle der Präsidentin ausgeführt habe. Aber ich denke, für so eine Entschuldigung ist es jetzt wohl zu spät. Das Emo-Chick ist doch weich im Kern. Die Sache mit Bromley ist die... Er mag die Präsidentin. Er mag sie wirklich. Sie ist die einzige Erwachsene, die ihn schätzt und auch ernst nimmt. Das ist irgendwie sehr traurig. Sie ist... Mutter ist egoistisch. Sie hat nur Liebe für die übrig, die sich so verhalten, wie sie es wünscht. Aber ich werde sie retten. Es gibt da etwas, was man ihr unbedingt sagen muss. Und Bromley kann ich auch noch retten. Ach, Kindchen. Irgendwas an dich erinnert mich an die Präsidentin. Irgendwas tief drin in dir. Ihr ähnelt euch zwar charakterlich überhaupt nicht, aber die Leidenschaft, die in dir brennt, ist dieselbe. Du bist Bromley nicht schuldig. Und musst ihn nicht retten. Aber wenn er verschwunden bleibt, kann er sich nicht für all die Dinge verantworten, die er verbrochen hat. Jo. Und du, Sephiron, tja, du scheinst kein gewöhnlicher Junge zu sein. Du hast dich nicht nur gegen Team Skull zur Wehr gesetzt, sondern auch gegen die Aether Foundation und ihre dunklen Machenschaften. Das macht dich zu einem ganz besonderen Pokémon-Trainer, dass du mir schön unsere kleine Prinzessin hier beschützt, okay? Hier, dieser Z-Kristall ist vom Typ Gift. Sieh ihn als eine Art Entschuldigung. Übrigens, Sephiron, den Stein aus dem Z-Ring, aus dem dein Z-Ring gemacht ist, hast du von Kaporiki persönlich bekommen, oder? Gib auf jeden Fall gut Acht darauf. Ohne Pokémon gäbe es keine Trainer. Vergiss das nie, sonst ziehst du dir den Zorn der Kapu zu. Wobei, ich mache mir dabei dir keine Sorgen.
Zeit zu gehen. Yo, Fran, Props an dich. Selbst die Team Skeller zu seine Probleme. Danke übrigens, dass du immer zur Seite stehst. Ah, come on. Muss mir nicht 10 Milliarden mal danken, Lilly. Alles cool. Ah, machen wir uns auf zum Podium. Zum Canyon vom Pony geht es dort entlang. Alright, Freunde. Ich würde aber behaupten, diesen Weg werden wir beim nächsten Mal gehen. Ja, heute mal ein etwas kürzerer Part mit 5-26 Minuten. Kein Problem. Wir werden bald zurück sein. Smasht den Daumen nach oben, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr immer noch bei uns dabei seid hier in der Pokémon Mond Nuzlocke Challenge. Ich bin euer Sephiron. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir den Pfad gehen und einen weiteren, würde mal sagen, gefährlichen Weg mit vielen Herausforderungen bestreiten. Haut rein und tschüss.